Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Jump World. Heute mal wieder ohne Facecam, es tut mir leid. Aber das ist gerade so eine Aufnahme kurz vorm Schlafen gehen und das will ich euch nicht antun. Wir spielen die Map des Tages von gestern und zwar das kleine Dorf von Merli. Und 116 mal 12 jumpt ja auch rum. Herzlich willkommen bei meinem Jump'n'Run. Da es keine Story oder irgendwelche Infos gibt, brauche ich auch keine Schilder mehr zu schreiben. Viel Spaß beim Spielen. Es gibt auch keine Kristalle zu finden, wie ich sehe. Das heißt, man muss sich gar nicht groß umgucken. Muss eigentlich nur spielen. Spät abspringen. Sag bloß. Auch gut, dass das hier erstmal gar nicht ging gerade. Und wir hüpfen jetzt einfach mal hier lang. Und nimm mal den Trick von ihm gerade, den er gerade gemacht hat, dass er einfach von der Truhe abgesprungen ist. Das ist einfacher. Und ich bin zu doof zum Scheißen. Nein. Und wir geben uns jetzt mal ein bisschen Mühe, dass wir hier so ein bisschen vorankommen. Oh, das ist ein fieser Sprung. Das war jetzt echt ein fieser Sprung. Und dann muss ich nochmal. Oh Gott. Ja, netter Mapperbauer auf jeden Fall. Oder Bauerin. Ich weiß nicht, wie ich Merli tatsächlich deuten soll. Männlein oder Weiblein. Hier rüber und dann hier rüber. Und wir sehen hier ein schönes Dörfchen. Zumindest sowas ähnliches. Das sieht sehr nach Kirche aus und es scheint auch noch nach oben zu gehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal in den Unterwasser- oder Untergrundbereich und schauen mal, was wir hier so entdecken. Wo mich mal wieder interessieren würde, ob das hier wieder eine vorgebaute Map ist. Ich muss mal wirklich in Ruhe gucken, was für Maps es gibt, die vorgebaut sind, um es besser beurteilen zu können, ob irgendwelche Maps halt Vorbauten sind oder nicht. Oder halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Um zu wissen, was die Leute wirklich selber geschafft. Oder wenn da war in der Luft was, wo man gegenknallen konnte? Na, danke. Und das bei einem Portal? Bin ich gerade echt gegen diesen Block da geknallt? Ist aber nicht sehr nett, dass das ging. Jetzt sind wir auch schon über der Erde hier, was wir vorhin gesehen hatten von unten. Scheiße. Ich glaube, man soll hier immer vorsichtig von unten springen. Oh Mist. Das kriegen wir hin, Leute, das kriegen wir hin. Da unten hüpfen auch die Leute rum. Also es ist tatsächlich gerade sehr spät abends. Das heißt, die meisten werden die Map schon gespielt haben. Und nur so die Nachzügler wie ich jetzt noch nicht gezockt haben. Okay, wir gehen mal hier rüber. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir hin müssen, um ehrlich zu sein. Hä? Was ist das Ziel? War klar, dass er schon fertig ist? Müssen wir kurz gucken. Müssen wahrscheinlich da hoch, oder? Okay. Ach, da oben, das habe ich gerade eben nicht gesehen. Okay. Ja, wir müssen hier rein. Okay. Und ich wollte da gerade drumherum springen. Bin halt ein durch und durch intelligenter Mensch. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Ach, wie süß. Ach, guck mal, hier eine Ente. Das finde ich immer niedlich. Ach Gott. Wenn sich Leute bei der Gestaltung auch wirklich was bei denken und sich Mühe geben. Ja. Und das finde ich immer geil, wenn er da nicht abspringt. So, jetzt aber. Gut. Schon ein bisschen fies, dass da jetzt kein Checkpoint ist. Weil ich hätte halt oben für die Bequemlichkeit einen Checkpoint gesetzt, ne? Weil das hat jetzt ziemlich den Flow rausgenommen. Aber egal. Falltüren sind toll. Okay. Was soll ich die Information jetzt sagen? Aber wir sind wahrscheinlich auch gleich schon am Ende. Das scheint keine besonders lange Map zu werden, auf jeden Fall. Sonst wäre auch 168 mal 12 nicht so schnell durch gewesen. Aber es ist wirklich schön gestaltet. Es ist wirklich schön gebaut. Die Frage ist, hat er das alleine gebaut oder sie? Springen in den Brunnen. Hätte man das Ganze abkürzen können, indem man von Anfang an da reingesprungen wäre. Das wäre eine der Sachen, die ich gleich testen will. Aber wir sind ja vorhin auch gestorben, als wir gefallen sind. Also es kann sein, dass das tatsächlich bedacht wurde. Wurde ja in den meisten Maps schon bedacht, die wir in letzter Zeit gespielt haben.
Und das nervt übrigens ein bisschen, wenn Leute mir vorgeben wollen, wie ich das machen soll. Ich bin schon deswegen echt überlegen, ob ich nicht öfters auf 3 Blöcke Abstand einstelle. Aber solange mir nicht ständig jemand in den Weg reinläuft, ist alles in Ordnung. Nicht nur 68 mal 12. Das passt doch eindeutig du. So, ich will halt selber testen, wie ich was am besten mache. Hier ist ein Portal, das mich irgendwo hinbringt. In den Turm. Ah, okay. Und hier ist auch schon das Ziel. Das war's auch schon mit meiner Map. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Spielen. Rechts findet ihr meine beiden Helfer und links unnötige Facts. Helfer Flamon ist doof. Starsan 05 ist auch doof. Wir laufen mal eben rein. Ich brauche gerade den Schluss, obwohl ich nicht mal den Anfang fertig habe. Diese Map wurde circa ein halbes Jahr nicht bebaut. Es ist Montag, mir ist langweilig. Okay, Merli. Interessante Information auf jeden Fall. Ich finde die Map tatsächlich ganz gut. Beziehungsweise, ich finde die Optik tatsächlich gut. Die Sprünge fand ich okay und von der Kreativität finde ich es auch okay. Es gibt halt keine Story, kein gar nichts, ne? Aber es wurde halt schon was Schönes gebaut. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, wurde bedacht, wenn ich jetzt... ach Quatsch, wir müssen ja erstmal gucken wegen den Topspot. Ich bringe ja alles durcheinander. Wir müssen erstmal gucken bei den Toplisten. So. Ja, denn es wurde tatsächlich nicht bedacht, wie man hier in den Sekunden sehen kann. Cookie, Toki, Lady Thunfisch, die haben es alle ausprobiert. Selbst... aber Honor hat sich das Baby nicht sicher. Der könnte die ganze Map auch in 40 Sekunden durchgezockt haben. Aber wir sehen hier eigentlich so ziemlich den Beweis, dass es scheinbar geht. Und wir testen es jetzt einfach einmal selber. Wenn wir jetzt hier anfangen, sterben wir? Nein, sterben wir noch nicht. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Hallo? Gut. Da steht zwar, dass wir eine Druckplatte übersprungen haben. Aber... ah, es geht nicht. Okay, da würde mich jetzt mal interessieren, wie die Leute das gemacht haben. Weil man sieht hier, 11 Sekunden, da haben sie nicht die ganze Map gespielt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das heißt, man muss wahrscheinlich irgendeine Druckplatte am Anfang nehmen. Ich versuche das Ganze jetzt noch einmal, indem ich aber die erste Druckplatte mitnehme. Indem ich jetzt sage, die da nehme ich mit. Weil sonst kommt es halt von der Sekundenzahl nicht hin. Jetzt habe ich auch gerade keine Beschwerde bekommen, von wegen, diese Druckplatte haben sie noch nicht benutzt, ne? Ja, und dann geht es. Ja, das heißt, das hätte man auch wieder ein bisschen besser machen können. Leute, bedenkt das doch mal, dass man halt so abkürzen kann. Also, als kleinen Vorschlag nur, wenn man halt die Map so bauen will, ne? Man kann doch einfach das so bauen, dass man nicht von Anfang an in dieses Portal reinspringen kann. Oder dass das Portal ganz oben ist am Ende. Oder. Ich meine, warum wollt ihr denn unbedingt, dass das Portal irgendwo unten versteckt ist? Oder wollt ihr, dass man so abkürzen kann? Dass man nur 10 Sekunden für die Map braucht? Ich weiß es halt nicht. Manche machen es ja mit Absicht, damit sie das nicht alles spielen müssen. Das Problem, was es aber da auch ergibt, wenn man das so macht, ist, dann kann es passieren, dass irgendwo ein Sprung ist, der nicht machbar ist. Und die Leute haben keine Ahnung, wo das Ziel am Ende ist. Und sich dann wundern, warum man die Map nicht zu Ende bringen kann. Also ich bin kein Freund davon, wenn man so krass abkürzen kann. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über die Bewertung freuen. Es ist natürlich schade, dass man mal wieder abkürzen kann. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Runde. Bis dann. Ciao.